Servusle, grüßt euch. Willkommen in der neuen Woche, Leute. Willkommen bei Minecraft mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind auf den Feldern. Wir brauchen Futter. Der Alderle, der frisst mir die Haare vom Kopf. Apropos Haare vom Kopf, ne? Morgen ist soweit. Morgen ist soweit. Morgen habe ich einen Termin. Am Mittwoch werde ich ohne Haare hier sitzen. Ne, ganz weg mache ich sie bestimmt nicht. So, Leute, neue Woche. Wir gehen wieder rüber ans Gewächshaus. Ich habe nur ein bisschen Futter jetzt besorgen müssen, bevor wir da drüben dann tatsächlich mittendrin abbrechen müssen. Es geht natürlich heute locker flockig weiter. Ich möchte aber ganz kurz mal gucken, weil wir werden eine Marmorknappheit verspüren demnächst. Die Säulen werden zwar nicht übermäßig viele gesetzt, aber die, die gesetzt werden, werden halt verdammt hoch. Ich will mal hier kurz gucken. Wir hatten doch irgendwo hier habe ich doch, glaube ich, immer Marmor gefunden. Lass mal kurz darüber sausen. Da waren so viele Stellen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo es genau war. Hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Vielleicht legen wir die Tage auch mal einen kleinen Zwischenstopp ein, bauen die Gitter hinten ein. Und kümmern uns etwas um die Beleuchtung vom Wasserfall. Ich habe auch noch einen Bodenleuchteffekt im Kopf hier unten für die Flussmündung. Müssen wir uns alles mal irgendwann anschauen. Aber noch bin ich sehr gehypt. Hier war doch immer Marmor, oder? War nicht immer unter dem Loami-Dirt marmormäßig was zu finden? Weißt du, irgendwo müssen wir ja. Hier, das da, das da, das da. Ne, ist Blauschiefer. Der sieht aber hier gar nicht blauschieferig aus, Alter. War hier nicht immer Marmor. Nein, hier war Blauschiefer. Verdammte Hacke. Hier, das ist doch Marmor, oder? Guck mal, guck mal. Marmor, weißt du? Hier unten drunter nämlich sind ganz viele Marmorsachen. Das da ist, ne, ist alles Marmor. Also, unter dem Loami-Dirt, dann werden wir da drin wahrscheinlich in den Minen auch irgendwo Marmor finden. Zur Not buddel ich das weg und füllt es halt wieder auf. Oder wir reißen die Marmorgeschichte hier komplett weg. Muss ich mal gucken. Weil auch unser Bambus, also es wird am Garten drüben tatsächlich, wir haben ja gesagt, es wird ein riesen Ausläufer. Es wird drüben schon auch eine Bambusecke geben für die Komposter. Wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten drin dann später. Guck mal, wie schön die Ansicht ist hier, ne? Also das ist schon sehr rustikal. Da hinten mit dem Schneegebiet, ne? So ein Turm müssen wir auf jeden Fall nochmal bauen, ne? Ist klar. Jetzt pass auf. Also Marmor finden wir hier, falls wir dringend was brauchen. Jetzt laufen wir aber unten rum. Wir gehen unten rum zurück. Ich möchte nochmal durch die Schächte kurz durchstöbern, ob da auch noch Marmor war. Dann machen wir unser Futter, holen das Glas raus. Das läuft schon parallel durch. So viel habe ich schon mal vorbereiten können. Und dann schauen wir uns vom Loft oben auch nochmal ganz kurz die Ecke an, wie weit das jetzt sich entwickelt hat. Denn ich habe tatsächlich die Bambusse drüben mal weggemacht. War hier Marmor drin? Hallo? Nee, scheinbar nicht. Das könnte wieder Blauschiefer sein. Nee, hier ist auch Marmor, ne? So vereinzelt. Also auf einer gewissen Ebene hier gibt es doch schon Marmor. Hier, ne? Ist alles voll eigentlich. Ist nur schade, weil nämlich in der Gegend wollte ich eigentlich nicht rumbuddeln. Nicht, dass wir das Treppenhaus zusammenschützen. Wir hatten doch hier so Ausläufer. Hier ist eine Tür. Wir gehen mal kurz da reingucken. Vielleicht finden wir da auch Marmor. Habt ihr Marmor hier drin für uns? Na, Voucher, hier ist kein Marmor, hier ist Blauschiefer. Hier war auch wirklich nur Blauschiefer, gell? Blauschiefer, ist alles Blauschiefer hier. Das ist das Blauschiefereck vom... War das schon immer so gedacht, dass hier so Wasser rumfließt? Hier, Blauschiefer. Aber guck mal, das sieht doch nicht aus wie Blauschiefer gerade. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Weißt du, hier ist wieder Marmor. Also hier könnte man tatsächlich auch so ein bisschen weiter buddeln. Natürlich nur vorausgesetzt, es ist der Marmor. Es gibt ja zwei Sorten Marmor hier. Weil wir bauen mal kurz einen Block ab, dass ich sehe. Müsste jetzt hier reingefallen sein. Rohrmarmor, genau. Wir haben nämlich noch diesen Plenty Biomes Dingsbums Marmor. Der ist blöd. Der lässt sich nämlich nicht schisseln und da kann man auch keine Säulen machen. Hier ist alles voll mit Blauschiefer und Marmor. Marmor? Nö, Blauschiefer. Also, auf jeden Fall haben wir hier ein paar Möglichkeiten, was rauszuziehen, falls es eng wird, ne? So, jetzt komme ich natürlich heute, aber es ist Montag. Ich habe gedacht, was soll man denn Montag jetzt hier gleich einsteigen mit einem voll festen Programm? Wir laufen einfach mal heute gemütlich rum. Gemütlich rum, ohne zu sterben. Schauen uns so ein paar Ecken noch an. Ich will auch noch mal kurz in die andere Mine reinlinsen. Weiter geht's. Hier war doch noch mal so ein Eingang, oder? Gottes, nee, hier war kein Eingang mehr. Und hier ist eigentlich eher so Schluffzeug und Quarzit und Geschichten. Das heißt, wir müssen auf der oberen Ebene gucken. Die Kisten habe ich schon durch. Lass uns mal noch da hinten schön reinschauen. Ich weiß es nämlich nicht mehr so hundertprozentig, weißt du? Hier ist Kohle und Quarzit. Ah, hier können wir auch mal irgendwann wieder rumkruscheln, ne? Ich habe ja die Minen noch nie ganz rausgehoben hier, wo die U-Bahn später durchlaufen soll. Da haben wir nur so ein bisschen was gemacht vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren. So, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Adventswochenende, Leute. Wir steigen praktisch ein in die nächste Weihnachtswoche hier. Kruscheln gemütlich weiter vor uns rum. War das hier? Kommen wir hier hoch ins Loft? Ich weiß es nicht mehr. Nee, da ist es Lager. Ah doch, dann passt. Dann sind wir. Hier könnte man auch mal Treppen reinmachen, ne? Dieses Rumgehüpfe geht einem dann schon irgendwann auf den Zeiger. So, fertig. Jetzt ganz hoch, einmal runtergeguckt, dann springen wir rüber. Und dann machen wir auch weiter heute. Ah, schön, Tageslicht, blauer Himmel. Hier ist es einfach immer schön, oder?
Kann man nichts sagen. So, die Melonen hast du gesagt, willst du erst futtern, ne? Ich liebe ja die Ansicht hier durch die Fenster, ne? Ich liebe diese Ansicht da drüben. Die Bäume, das Grün, das Lava zwischendrin, der See. Da werden wir demnächst mal rüberreiten mit der Gruschel zu diesem Ausläufer da. Damit wir wirklich mal gucken. Nicht, dass da wirklich noch ein Grabstein liegt mit Materialien drin, weißt du? Na, aber von hier sieht man es nicht. Wir müssen noch eins hoch. Alterle. Alterle. Und die Küche einrichten. Da kommt ja noch allerhand Zeug auf uns zu. Wir sind immer noch am Garten drüben beschäftigt, ne? Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Küchen-Zwischen-Exkurs wieder, dass wir einfach da auch nochmal ein bisschen geguckt haben. Jetzt pass mal auf, ich zeige euch den Ausläufer. Ich zeige euch da drüben. Ihr seht es da drüben. Ganz am Horizont in die Luft ragen diese Leuchtsäule. Vielleicht fahren wir da. Wir schnappen die Gruschel einfach irgendwann Mitte, Ende der Woche und reiten einfach mal schnurstracks dahin und gucken uns das an. Es sei denn, es ist eine Täuschung. Wenn das nämlich der Spawnpunkt ist, dann kommen wir da nicht in einer Folge hin. Da brechen wir es unterwegs ab, nehmen ein paar Blumen mit. So, yo! Oh, Leco Mio. Jetzt sieht man das ganze Ding doch ein bisschen größer aus, als ich es gedacht habe. Vor allem der Ausläufer. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hinter dem Spitzen hier, den man hier sieht, da hinten dran, muss nochmal so eine Achteck aufgebaut werden. Dann haben wir zwei riesen Themenräume. Einer wasserfallähnlich, einer Yps. Dann der Ausläufer, der wird natürlich auch bepflanzt, schön aus Glas. Also es ist schon ein Riesenbrocken, ne? Ist ganz gut, glaube ich, dass wir uns entschieden haben, die Gärten nach da hinten zu verlegen. Wahnsinn, Wahnsinn. So, Alterle, dein Sprung des Tages. Ach, ich habe ja einen Zwergoman, habe ich es ja versprochen. Zwergoman, du wolltest ins Kind mal sehen, ne? Sind immer noch die alten Klamotten. Jetzt momentan hat er Eisen an, sorry. Wir kriegen das jetzt schön bewerkstelligt, dass ich dir das zeigen kann. Zapf, zapf, zapf. So sieht er aus, ne? Mit seinen Hoseträgerlen. Natürlich hier so, ne? Immer noch das alte orangene Hemdle. Jo, habe ich nicht viel geändert dran. Jetzt pass auf, jetzt ziehe ich ihn aber wieder an, den guten. Zapf, 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 zipf. Und ist erledigt. Ich habe es fast vergessen, weil es ist mir vorhin eingefallen beim Einloggen. Jetzt pass auf, wir springen. Jo, wumm. So Leute, rüber geht's, Brote gemacht und dann, ich freue mich jetzt aufs Weiterbasteln. Ohne Witz, ich bin schon die ganze Zeit so ein bisschen, falsche Taste. Alterle, falsche Taste. So ein bisschen drauf und dran, aber ich finde keine Zeit offscreen, sonst wäre es wahrscheinlich schon fertig, das Ding. So reizt mich das momentan, da weiterzukommen. Ich würde gerne ein paar Zimmermannsblöcke heute anbringen, dass es ein bisschen höher geht und dann voll verglasen. So gut es halt geht heute mit dem Glas. Wir machen uns auch gleich Scheiben aus den Glasblöcken, dass wir genug Scheiben haben. Jetzt pass auf, siehst du, hier ist schon das Glas wieder durchgelaufen. Das ist der Kaffee. Hier ist ein bisschen Glas. Hier ist auch nochmal Glas. Also Glas reicht fast. Wir haben so viel Glas, Leute. Aber halt nur Glas. Jetzt pass auf. Brote sind wichtig. Die Essenz des Lebens für unseren Alterle hier. Jo, schade, haben wir wieder zwei Weizen übrig. Sag mal, haben wir hier auch noch? Dann mache ich sie da hoch, oder? Aber wir sammeln die mal. Früher oder später wird es dann schon hinhauen. So, Brote. Kaffee raus, Sand durchlaufen lassen, ist okay. Brote. Und die letzte Fuhre Brote. Dann haben wir die Geschichte schon mal am Start. Sehr schön. Kaffee können wir hochlegen. Dann haben wir nämlich hier Flepple. Alles klar, Leute. Also Zimmermannsblöcke haben wir auf jeden Fall am Mann. Jetzt machen wir uns gleich mal ein paar Scheiben. Lass mich überlegen, dass ich keinen Fehler mache. Nee, passt, ne? Scheiben waren die so? Nee, die waren so nicht. Dann waren sie quer. Irgendwie war doch das so, ne? Jo, das sind die Scheiben. Erstmal ungeschisselt. Ungeschisselt. So, aber so sparen wir uns halt einen Haufen Material, ne? Den bauen wir jetzt auch noch gleich um hier. Lali, lalümle. Oh, Leco Mio, jetzt sind es arg viele Scheiben geworden. Ich muss ein bisschen auslagern. Pass mal auf. Glas, siehst du, hier ist nämlich auch noch ganz viel Glas. Also da kommen wir schon zu Streich, würde ich sagen. Hier, das kann auch nochmal hoch. Das brauchen wir erst später. Und das ist der verräterische Marmor hier, ne? Ne, das ist der rohe Marmor. Irgendwo habe ich den hingelagert. Ich glaube, da, dass er nicht stört. Hier, Underground Biomes Constructors. Man kriegt auch aus dem Marmor Pflastersteine entsprechend diesen Marmor, aber ich kann den leider nicht zu Säulen verarbeiten. Wird's dunkel? Jo, dann können wir auch gleich schlafen. Ich hole gerade nur mal ein paar Brote raus. Da ist Glas. Hier 7. Jetzt lasse ich es noch durchlaufen. So. Vorbereitungszeit. Ihr seht schon, das sind die Sachen, die mache ich normalerweise vor den Folgen, dass ich drüben Weizen hole und so weiter. Das musste heute so funktionieren, ne? Jetzt haben wir die Geschichte. Kannst du das essen? Ja. Das hier brauchen wir. Jetzt will ich noch ganz kurz schisseln. Schissel mal Missel. Den müssen wir auch bald neu bauen. Der geht uns bald alle. Jetzt pass auf, wie viel haben wir denn? Wir haben diese Scheiben hier. Dann machen wir uns nochmal randlose. Dann machen wir uns nochmal randlose. Und wir machen uns nochmal Schlierscheiben. Die da. Rest können wir dann später machen. Erstmal hoch, dass wir ein bisschen Platz hier noch haben, weißt du. Zack. Dann haben wir die Geschichte hier. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Das ist die randlose Geschichte.
Es fehlt irgendwas. Das hier sind die Glasscheiben streifig. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Wir brauchen doch nochmal hier welche. Habe ich irgendwas falsch geklickt, ne? Das waren nämlich viel mehr vorhin. So, die Scheiben haben wir. Wir haben die Marmorsäulen-Endstücke, die Marmorsäulen-Hauptstücke. Ein bisschen Rohmarmor haben wir, der kann hoch. Ah, hier sind sie. Hier sind sie. Ha, passt alles, passt alles. Der Schlüssel kann ins Eck. Alles klar, Leute. Schlafen und dann gehen wir los. Viel Gelaber an einem Montag. Aber wir müssen ja, weißt du, wir müssen ja vorbereiten. Und wenn mir die Zeit nicht reicht, muss ich euch natürlich mitnehmen. Das kann ja allein durchlaufen hier. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, habe ich die Büsche dabei? Dann machen wir nämlich das als allererstes, bevor ich irgendwas anderes tue. 44 Büsche. Wir haben ja gesagt, da oben, hier kommt irgendwo ein Hochweg, ne? Eine kleine Treppe nach oben auf die Ebene. Und die Ebene nehmen wir mit rein. Das heißt, die Büsche da drüben, die müssen weg. Dafür bräuchte man die Schere. Die Schere, die Schere. Ist die noch frisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Also die Büsche kommen weg. Wir müssen nur gucken, dass ich die Seeds einsammle, die jetzt gleich abfallen. Nicht, dass uns hier ein Yps wächst. Lali, lali. Ich will das Gebiet so ganz kleines bisschen anzeichnen heute mit euch, dass wir zukünftig als Garten haben werden, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Habe ich alle Seeds? So, also die Ebene, auf der ich jetzt laufe, die wird mitverarbeitet in Zukunft. Und hier vorne werden wir eine Abgrenzung reinmachen. Eine Buschabgrenzung, und zwar hier. Erstmal würde ich sagen hier. Wir können den ja erstmal eins hoch machen, dass wir überhaupt mal die Grenze haben. Und dann kann ich immer, weißt du, ich würde schon gern so einen zweiten, so alle paar Meter einen zweiten draufsetzen. Hätte ich schon Bock drauf. Schauen wir mal, ob das nicht so Ritterburg-mäßig wird dann. Lass mal kurz gucken. Da wäre eigentlich hier einer, aber dann verschmilzen die hier so blöd. Ja, das kann ich ja dann später immer noch schön machen. Machen wir das weg. Machen wir das weg. So, hoch, nicht runterstützen, Alter. So. Einfach mal ganz grob jetzt hier ein bisschen was angezeichnet. Die Treppe, die kann ich jetzt nicht bestücken. Dann wird es hier weitergehen. Dann hier so rümle. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass die Gärten hier wegkommen. Ne? Die haben wir gesagt, die pflanzen wir da hinten dann hin. Nur, dass da jetzt niemand irritiert ist, was ich hier mache. So, das ganze Gebiet, das ich jetzt eingrenze, gehört dann zukünftig zum Eingang des Gartens noch dazu. So, und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, wir kommen später von dieser Seite in die Gärten. Wir kommen von unten in die Gärten und natürlich von hinten überall, ne? Und den Bereich, den passen wir mit an. Ihr seht da drüben die Ebene, die nach oben geht, wo diese Erdhaufen sind, wo ich die Brunnen angezeichnet habe, grob. Hier, die Höhe der Ebene wird auch hier sein. Und dann kommt man hier so praktisch runter. Ich würde dann fast sogar sagen, dass es hier buschmäßig weiter zugemacht wird später. Ob das jetzt genauso bleibt, kann ich noch nicht sagen. Da würde ich mir jetzt an eurer Stelle auch noch nicht so Gedanken drüber machen, ob das jetzt nachher das ist, was wir hier haben sollten oder nicht. Also wie gesagt, ich mache ja viel einfach mal so, baue es wieder ab, baue es wieder hin, bis es mir gefällt. Ja? So, dann haben wir hier den Vorhof praktisch des Gewächshauses. Hier kommt man dann rein zum Yps und wir ziehen das wahrscheinlich tatsächlich jetzt dann noch ein bisschen hier. Nee, sollte man nicht machen, sonst wird es zu eng. Selbst wenn der Vorbereich nachher da ist. Ich möchte aber hier oben ja noch ein Achteck haben. Weißt du, auf dieser Ebene hier. Hier möchte ich das Wasserfalldings dahin bauen. Und da könnten wir dann, ja, das machen wir einfach, dass wir von hier so einen Ausgang machen. Hier rein in das Achteck, das bleibt auch auf der Ebene. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Glasturm, Gewächshausbereich. Muss man mal gucken, ne? So, und die ganzen Ausläufer, da bleibe ich auch bei der Marmorsäule mit 1. Und hinten die Achtecksäulen, die will ich mal versuchen, wenn wir die ein bisschen breiter machen. Das sollte man uns jetzt auch angucken. So, siehst du, jetzt, man sieht es aber gar nicht. Setz mal noch die 6 Büsche. Sexy Busch. So, alles klärle. So, hier noch einen rein. Hier noch, dass sie einfach mal verbaut sind, weißt du? Dann sind, oh, da haben wir aber viele. Dann haben wir aber viele. Dann wird es halt eine Buschfolge heute. Vorbereitung und Busch. Wusch der Busch. So, Klabuster Busch. Dann, wie viel haben wir noch? 15. Die setzen wir jetzt nach oben und dann machen wir säulentechnisch kurz unten weiter. Ich will mal die Vierersäule heute, der kommt hier nicht hin. So. Flup, 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 flup. Weil dann sieht man auch vom Loft oben das Gebiet ein bisschen, wenn hier nicht die Bambusse sind. Deswegen habe ich die weggemacht. Die Bambuse. Bambüschen. So, hier nochmal ums Eck rum. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Flapp. So, jetzt ist es verbaut. Wir laufen hier praktisch auf der Hochebene. Dann können wir auch hier theoretisch noch eine Kleinigkeit schön machen. Weißt du, im Eingangsbereich müssen wir uns echt mal angucken. Lässt sich jetzt noch nicht sagen. Und der Bereich, jetzt sieht das schon. Den werden wir jetzt natürlich entsprechend für die Schafe so ein bisschen mitgestalten, damit das ganze Ding nachher Hand und Fuß hat. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Säulenmoment. Hier brauchen wir auf jeden Fall schon mal diese. Wenn wir diese Säulen 4 machen, ich würde die dann gerne außen. Ja, ich möchte sie außen dann schon. Pass mal auf, dann machen wir das. Das kann ich ja hier dazu setzen. Das wäre dann Sodele. So. Und innen drin sollten sie dann aber auch 4 sein. Das heißt, wir schlüpfen hier nochmal durch, wenn das Löchle noch da ist.
Ist der Eingang noch da, den wir da gehabt haben? Ja, hier ist er. Nicht gesehen vor lauter Glas. Das ist schon mal ein schöner Effekt. Ist das hier Marmor? Nee, ist Andesit. Schade. Hier, ne? Die sollte dann natürlich innen auch 4 sein. Das würde ich jetzt einfach mal grob wegmachen, um zu gucken. Die Scheiben, die kriegen wir ja wieder zurück, was wir da gemacht haben, ne? Also das Schöne bei den geschisselten Scheiben, die sind dann nicht kaputt, sondern die bekommst du wieder. So, weil das wird ja doch recht hoch und ich glaube, eine Vierersäule kommt hier viel, viel besser. Müssen wir uns jetzt aber mal angucken in aller Ruhe, bevor wir uns da festlegen. So, ja, guck mal, die verliert sich ja jetzt schon fast. Also 4 ist hier, glaube ich, ganz okay. Wir könnten natürlich, ne, 3 will ich nicht, 3 ist zu hoch, sonst hätte das Glas schön mittig ansnippen können, aber 3 wird zu arg. Ihr müsst euch ja vorstellen, da kommen jetzt praktisch 8 so Säulen hin, ist ja ein Achteck und dann wird es zu arg. Aber so glaube ich, damit komme ich zurecht. So eine 4er Säule ist ein bisschen wuchtiger, müssen wir mal schauen, wie sich das nachher ergibt. Ja, aber ich will sie innen und außen haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie außen nur setze, aber dann sieht es ein bisschen doof aus, wenn innen gar nichts ist und so sieht es dann schon. Ja, es hat ja den Effekt, als wäre es mittig, ne? Ist ja nicht so, dass es nicht mittig aussehen würde. Jetzt pass auf, wir brauchen kurz Erde. Ist jetzt ein bisschen eine Potterei. Und dann bauen wir weiter. Ich bin mal gespannt. Ich will da oben den Schlussstein kurz ansetzen noch. So. Schlussi Mussi, wo bist du, mein Freund? Hier. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil die haben so für mich dieselbe Symbolik. Natürlich kommt der Schlussstein dann am Ende ganz oben hin. Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus, wie ich es will, weißt du? Obwohl das auch schön ist. Lass mal gucken, wie wirkt denn das? Die verbinden sich, das habe ich natürlich nicht berechnet. Doch, ja, nee, sieht aus, als wäre eine Säule umflogen. Das gefällt mir. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Kann aber auch sein, dass ich hier noch, das habe ich nämlich im Vorfeld, sage ich schon mal, überlegt, pass mal auf, das will man mich gleich probieren. Wie käme das denn, wenn? Wie käme das denn, wenn? Wie käme das denn, wenn wir da unten etwas ziehen? Denn da wirkt sie nämlich auch so, dass sie stabil steht. Weiß nur noch nicht, wie es innen ist. Und wenn ich hier die Schlusssteine dann anbastel. Wow, wow, wow. Das gefällt mir. Das kann sein, dass wir das hier unten und oben jeweils so machen. Wir können uns auch oben auf die Säule oben drauf irgendwas draufstellen. Wir müssen mal im Ding schauen. Wir haben doch die, ihr wisst, was ich meine, die Deko-Bench, ne? Vielleicht setzen wir uns da oben Skelette auf die Säulen oder sowas. Muss ich mal gucken. Das einzigste Problem, das ich gerade habe, ist, dass es unten jetzt nicht schön wird hier. Muss ich mal gucken, ob das geht. Hier könnte ich noch einen hinmachen. Wenn ich den wegmache. Nee. Nee. Ich weiß aber nicht, ob das... Ja, aber da ist hier doch ein Loch drin. Aber das sieht man nicht, ne? Man sieht es jetzt nicht so. Es ist nicht so tragisch. Mach das mal weg. Nee. Hier. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Alter, wo habe ich denn den hingesetzt? Der ist jetzt irgendwo innen drin verschwunden, ne? Boah, aber das gefällt mir. Wie gefällt euch das denn mit dem unteren, mit der Säulenstruktur hier? Ich finde, das hat was. Ich finde ja, das hat was, ne? Nee. Nee. Alter, dann nehmen wir halt das Zimmermannshämmerle. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es hingehämmert. Das will ich jetzt schon wissen. Ein bisschen mehr Aufwand, aber hallo. Um den Aufwand soll es nicht gehen. Ja? Ja? Wir brauchen hier eine Ecke, ne? Muss ich gucken, dass ich den jetzt hier richtig da reinpasse. Ne, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es. Jo, Alterle. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir hätten das sogar so machen können. Wir schauen mal, wie hoch es wird. Es kann sein, dass ich das noch eine Ebene hochrutsche und nochmal unten drunter einen glatten, also einen ganzen hinsetze. Dann wirkt es noch ein bisschen massiver. Ansonsten würde ich aber sagen, die Trägersäulen können schon so sein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie würde das denn aussehen, wenn wir hier mit Schlierglas weitermachen. Bis zur nächsten Säule. Weil da ist nämlich nicht allzu viel Platz. Wir müssen es uns mal angucken. Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt hier nämlich die nächste Säule schon hinkommt, kann das unter Umständen auch sein, dass es nicht mehr ganz so gut aussieht, weil es zu schmal ist. Müssen wir mal schauen, haben wir das andere Glas noch? Das ist hier. Kurz umgewechselt. Hier musst du langsam machen, du setzt gerade doppelte Scheiben. Ich glaube, ich habe irgendwie... Hupp. Habe ich jetzt doppelte Scheiben da drauf? Ich glaube schon irgendwo, gell? So, Leute. Dann käme jetzt hier die nächste... Ne, das ist groß genug. Wir müssen gucken. Bisschen Abstand. Von Weitem und von oben sieht man es immer am besten. Schwäbisch Hall. Da ist wieder mein Lied. So, naja, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig. Also hier der Übergang ist jetzt noch ein bisschen täuschend, weil das wird ja nochmal
zwei, dreimal so hoch, dann verliert sich der Effekt, dass das hier so schnell wechselt, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt pass auf, damit wir nicht durcheinander kommen, das muss jetzt wieder weg. Machen wir mal die nächste Säule hin. Die nächste Säule für die Eule. Muss ich kurz gucken, wie haben wir das gehabt? War das dann so oder habe ich die an der Schräge hier gehabt? Weiß ich nicht mehr. Halt, das sind die Schlusssteine, Wautschel. Wautschel-Kartautschel. Kurz umgewechselt. Kurzer Moment, bitte, kurzer Moment. Ne, das sind nicht die Schlusssteine. Das sind jetzt die Originalen, ne? Da war nur ein Schlusssteinle noch. Wir haben nämlich keine Schlusssteine mehr. So, jetzt muss ich mal ganz eben schauen, Leute, wie ich das hier abgemessen hatte. Die Schräge. Ah, hier, guck mal. Da hat er sich versteckt. So, wir schlafen gleich nochmal, dass es hell ist. Ah, diese Findungsphase. Ich bin schon froh, wenn wir wenigstens die hinter uns haben, weil ist immer so ein bisschen, ne? Da musst du beim Überlegen und Schwallern und so. Wie ist denn das jetzt hier? Hier ist der erste Schrägstein. Wo ist da drüben der erste Schrägstein? Nicht von der Spur abkommen. Nicht von der Spur abkommen. Hä? Hier ist praktisch der letzte Glatte. Jetzt pass auf. Ich nehme mal die Fackel in die Hand. Der letzte Glatte. Jetzt muss ich nämlich genau schauen. Der letzte Glatte ist auch der erste Säulenstein. Okay. Sammle das mal ein. So. Dann wäre hier praktisch der letzte Glatte. Muss ich auch nochmal. Da ist jetzt der See. Egal, ich muss ja gucken. Mach mal kurz im Dunkeln, dann schlafen wir und dann geht's gleich weiter. Kurzer Moment. Hier ist der letzte Glatte. Der letzte Glatte wird der erste Säulenstein. Das würde bedeuten, ich habe praktisch der letzte Glatte und der erste. Da müsste ich sie nach innen setzen. Dann nehme ich aber hier noch mehr Platz weg. Boah, ob ich das will? Keine Ahnung. Mach mal hier Lichtle hin, geschwind. Ja, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. So. Dann haben wir die Geschichte hier. Dann wäre praktisch das. Jetzt habe ich es wieder so angezeichnet, ne? Ist aber nur mal zum Gucken. Wir müssen jetzt eh. Ja, das wird schon eine sehr stabile Geschichte. Durch die Höhe verliert sich auch die Wuchtigkeit der Säulen dann ein bisschen. Das wird schon. Dann würde ich aber fast sagen, dass wir die Woche mal wirklich die Grundstruktur komplett fertig machen, bevor wir uns nach oben porten hier mit dem Zeug. Aber das hätte ich am liebsten alles gleichzeitig. Also das Achteck würde ich gerne hochziehen diese Woche und gleichzeitig die Grundstruktur fertig haben von den anderen Gebäudeabschnitten des Gewächshauses, die noch kommen. Wie macht man das? Das ist ziemlich viel, gell? Ich werde ein bisschen offscreen noch was machen. Ich schnapp mir einfach einen kleinen Brocken Zeit und zeichne vor, so gut ich kann. So, jetzt von außen nochmal das ganze Ding betrachtet. Wir gehen hoch. Nimm, nimm, nimm. Siehst du, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was hochging. Hier ist auch noch überall Mohn. Hier sieht man noch nichts. Das Licht strahlt uns an. Hier werden wir auch noch ein bisschen umbasteln, die Gärten mal abreißen, dass wir die Fläche hier sehen. Ja, vielleicht machen wir hier auch noch einen kleinen Ausläufer hin. Schauen wir mal! So, Leute, hier die Einsersäulen an den ausläufenden Spitzen, die bleiben. Und hier unten dann die mächtigen Zweiersäulen. Ja, die werden gar nicht mehr so mächtig aussehen später. Das passt mir gut. Das passt mir gut. Ich mache die jetzt nochmal hin, die zweite drüben, dass wir das sehen. Und zwar genau so, wie ich die hier habe. Lumli-lumli-lumli-lumli. Das wird so wunderschön, das Projektle. Können wir da mal kurz hoch? Jawohl. Wie hoch habe ich denn die? Also pass auf, wir machen jetzt hier zwei noch dazu. Hier geht nicht, muss runter. So, 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 so und so. Und hier nochmal. Jetzt habe ich gerade gedacht, das Schaf ist ausgebrochen. Sorry, Alterle, dein Kreuz, ich weiß. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier ist praktisch unten der Stein. Und dann müsste es hier auch unten sein. Dann brauchen wir den griechischen Schlussstein, den ich nicht mehr habe. 4439. Ne? 4439. Wo ist der Schissler? Da ist er. Ein bisschen haben wir noch auf dem Schissel drauf. 4439. 4439. Schalala. 4439. Alter Schwede. 789. Der da. Das ist der Schlussstein. Der gehört jetzt hier oben schon mal gesetzt. Einfach zum Sehen. Jetzt fällt mir auch gerade auf, wir brauchen hier noch eine mögliche Treppe irgendwie, dass ich halt von den Ebenen nachher runterkomme. Jetzt müssen wir uns leider wehtun. Ah. So. Säule steht. Und hier haben wir dann gesagt, diese Schrägblöcke wieder dran. Auch das gehört dazu. Ein Schrägblock sitzt im Nu. Hier, das kommt dann wieder weg. Nimm das da. Sehr schön. Ich liebe das, wenn die Blöcke wegschnalzen. Gott, mag ich das. So, hier haben wir dann auch nochmal die Schrägen. Schala. Und das muss auch nochmal weg.
Weißt du, dann haben wir jetzt die Form schon mal festgelegt, dann wissen wir so, machen wir es jetzt einfach, weil du kannst ja bei den vielen Optionen, die das ganze Ding dir bietet, das ist so Wahnsinn. Von daher müssen wir mal irgendwann einen Abstrich machen und sagen, jetzt lassen wir es erstmal so, schauen Sie uns an, sind wir froh, lassen wir es, ansonsten bauen wir es wieder um. Sehr schön, der ist reingesnappt. Den will ich so haben, den dann so. Nee. Nee. Okay, nimm den Hammer. Nimm den Hammer, dafür ist er da. Schalalalala, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. So. Dann sind wir in der neuen Woche drin, Leute. Wir gehen schon auf den zweiten Advent zu. Alter Schwede, das rast und schnalzt die Zeit. Das ist die wahre Pracht, oder? So, hier den da rein. Nee. Vorhin hat es gesnappt. Jetzt snappt es wieder. Siehst du? Komm mal hier durch. Ja, super, super, super lässt alle. Sehr schön. Nein. Snap ihn hier, snap ihn hier. Ah, alles klar, ich muss hier ansetzen, dann snap da rein. Jetzt den Schlussstein hier gesetzt. Und dann sind wir durch mit der Säule. Hier muss wieder was rein, ne? Das habe ich zu viel abgebaut. Das passiert. Ich finde halt jetzt gerade schön, wie sich das hier setzt, ne? Guck mal. Das Musterle, das Griechische hier, das finde ich so richtig toll gerade. Jetzt pass auf. Hier haben wir dann einen Block, bla bla. Dann brauchen wir wieder Glas. Das müssen wir aber vorher den Zimmermannsblock anbringen, dass wir das schön vergleiten können. Das wäre dann. Moment, Moment, Moment. Da kommt doch jetzt, das waren die letzten Klatten, also muss ich hier eine Schräge reinbauen, ne? Boah, Alter, da muss ich besser aufpassen, wenn ich abbaue, habe ich gerade gemerkt. Ist das richtig, was ich hier mache? Nee. Nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, Leute. Wie war denn das? Nee, du brauchst den anderen Schrägen. Nee. Kurzer Moment der Ruhe. Kurzer Moment der Ruhe. Jetzt sind wir doch wieder bei so einem kopflastigen Ding gelandet. Ich wollte doch nur vor mich hinschaffen ein bisschen. Ich werde die Woche für Abwechslung sorgen, garantiere ich euch, dass wir da wirklich nicht uns so arg festkrallen jetzt hier. Jetzt passt's, ne? Und jetzt müsste aber eigentlich hier. Ne, das geht jetzt nicht mehr, was ich machen wollte. Das funktioniert nicht, Wautschele. Das funktioniert nicht. Da drüben sind es auch glatte, ne? Da müssen wir die glatten reinmachen. Das geht nicht anders. Das verbindet sich dann automatisch schön. Pass mal auf. Habe ich einen Denkfehler drin gehabt. Hier kommt die Geschichte so rein. Die können wir ja dann da oben. Das lassen wir auf. Und hier müssen wir praktisch. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Alter, jetzt habe ich irgendeinen Denkfehler drin. Jo, ich muss sie nach innen versetzen. Sorry. So, jetzt aber. Jetzt aber, Wautsch. Alter Schwede. Hier läuft es nämlich glatt hin, ne? Das würde bedeuten, ich muss es da. Nee. Was habe ich denn da für Blöcke drin, dass das hier so wunderschön geklappt hat? Hier sind die glatten drin. Hier sind ganz normale glatte Blöcke drin. Die Säule ist nicht gerade, ne? Die Säule habe ich falsch gesetzt. Guck mal. Hier. Siehst du das? Die ist falsch. Ich hätte die nach außen setzen müssen. Scheiße. Kriegen wir das noch repariert? Nee, kriegen wir. Ich denke gerade die ganze Zeit, da stimmt doch was nicht. Alles klar, jetzt war da mal live dabei, wenn man sich verbaut. Kennt ihr wahrscheinlich von euch auch. Das ein oder andere Mal passiert es einfach. Da müsste nämlich das hier nachher so sein. Genau. Nee. Alles klar, weißt du was? Das meinte ich jetzt offscreen schön machen, dass die Säulen gleichmäßig sind. Siehst du, hier der Ausläufer von der Säule. Das ist falsch. Die muss nach außen gesetzt werden. Habe ich Scheiße gebaut. Mist, also komm weg damit. Ja, komm, 2 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir noch kurz repariert zusammen. Lalalilalum. Was habe ich da? Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist das Labern, weißt du? Vielleicht sollte ich offscreen die Anzeichengeschichten machen und mit euch zusammen dann die Blöcke setzen, sodass wir immer das Ergebnis uns zusammenarbeiten, weißt du? Das können wir auch machen. So, und die Geschichte hier, das hier ist die eigentliche Schräggeschichte. Machen wir den Schlüssel weg. Schräge Blöcke rausgeholt. Hier muss das so hin. Das da darf dann so hin. Jetzt haben wir die Säuleninnenform, die passt jetzt. Und jetztle kommen praktisch hier die Geraden auch rein. Jetzt geht es nämlich wieder. Hier kommen die Geraden rein. Wir können ja mal ganz kurz zusammen gucken, wie das ganze Ding jetzt aussieht. Mach mal das da weg. Weißes, farbiges Glas ist es nicht. Randlose Glasscheibe in Form hier und hier. Was ist denn das draußen jetzt? Sind das andere Scheiben? Guck mal. Oder ist es. Hier habe ich doppelte Scheiben gesetzt, glaube ich, ne? Hier habe ich irgendwas. Das muss ich mal nachher gucken. Das machen wir nachher. So, das passt jetzt schon mal. Dann brauchen wir hier die Schmierscheiben. Alter Schwede, jetzt habe ich wieder so kopflastige Geschichte hier am Start. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Da werde ich mir schnell was einfallen lassen. Das können wir dann später machen. Das passt dann. Dann brauchen wir hier den Schlussstein wieder. Das war der Neuner. Der da. Das war der Neuner. Ja, wir kriegen es trotzdem hin. Ich werde es offscreen machen beim Kaffee.
dieses Denklaste hier. Nicht, weil ich jetzt, weil ich mich... Ist auch nicht schlecht, so eine schmale Säule, aber es ist nicht das, was wir wollen. Das heißt, das hier muss wieder weg. So, so und so, ne? Und hier muss die Säule hin, die wir dann eigentlich wollten. Das war die Einser, ne? So, Leute, die Einser. Die Einser, Meinser. Passt es noch? Weil der Ausläufer hier, der kommt dann da dran, das passt noch. Jetzt baue ich das mal so. So. Stopp, stopp. Und jetzt der Schlussstein, den haben wir neben dran liegen. Wupp, einmal noch aufs Kreuz geflogen, kurz mit dem Herr Alderle. Au! So, jetzt passt's. Haben wir es doch noch repariert. Allerdings muss ich jetzt dann ausmachen. Die Folge ist dann rum. So. Jetzt sind wir fast im Schafskäfig drin. So, und das muss hier rein. Jawohl, ja. Und dann machen wir das hier noch rein. Schön. Na, setzt es. Und jetzt den Schlussstein. Das war dann der da. War das der hier? Der da war es, glaube ich, ne? Jo. Jetzt passt's wieder. Alter Schwede. Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich kann doch nicht so einen Knick in der Optik haben. So, und hier läuft die Schräge dran, genauso wie sie hier eigentlich auch dran läuft. Hier ist auch die Schräge dran am inneren Kreis. Das heißt, wir müssen hier die Schrägen setzen, richtig? Und zwar muss ich da wahrscheinlich, muss ich mal kurz gucken. So, wenn ich jetzt die hier dagegen setze einfach mal. So, und jetzt wieder mit dem Hämmerle. Alter Schwede. Ein Denkfehler, ne? Die ganze Folge jetzt verballert. Ich will das aber trotzdem noch mit euch zusammen jetzt hier fertig haben. Solange wie es dauert, dauert es jetzt einfach. So, 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 so. Ich sehe fast nichts mit dem Gegenlicht. Moment. Jetzt kommt der mit dem Schnepper gleich. Der da. Und jetzt müsste es eigentlich der sein, den wir brauchen. Richtig? Nee. So. Genau so. Nicht anders, Alterle. Genau. Snap die schön ein. Zeig, was du drauf hast, Carpenter. Voucher Carpenter. Ich hab so gelacht. Ich hab so gelacht, Alter. Ne? Mein neuer Spitzname, der Voucher Carpenter. So, jetzt gehen wir noch einmal raus. Hier hätten wir uns jetzt ein Loch reinbuddeln können, aber egal. Sorry für diese denklastige Folge, Leute, aber jetzt wissen wir zumindest, dass wir mit 4er Säulen bei der Höhe, die wir erreichen werden, besser klarkommen wie mit 1er Säulen. Zumindest an den 8 Ecken immer, ne? So, genau. Und jetzt hier den da so rein. Schnappi die Mappi. Ich hab keine mehr. Komm schon, ich will. Jetzt habe ich so lang. Ja, danke. So und so. Und so und den weg. Hier. Und jetzt kommt praktisch die untere Ebene wieder aus dem Glas und die obere aus diesem. Was ist das hier jetzt? Was ist denn da jetzt passiert gerade? Was ist denn das hier? Guck mal. Mach das wieder weg. Ach, da war noch ein Glaskang. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Ich muss da hoch nachher. Muss es von oben mal angucken. Alter, was eine Montagsfolge. Ich bin total fertig jetzt. Verstehst du? So, ist das auch die Höhe? Ja, es ist die Höhe. Ja, und dann geht es hier praktisch dann weiter. Hier unten auch entsprechend. Nee, du hast da schon eins drauf. So. Alles klar, jetzt ganz grob halt, ne? Dass wir das mit den Säulen sehen. Ich bastel noch ein bisschen weiter. Morgen werden wir ein bisschen flockiger und lockerer unterwegs sein wieder, hoffe ich. Da war jetzt zu arg der Druck, das sehen zu wollen. Ja, man sieht es aber doch, ne? Man kann doch, glaube ich, schon erkennen, auf was es rauslaufen wird. Alter, ich muss ausmachen. Wir sehen uns morgen. Ich werde es ein bisschen aufhübschen, ja? Dass wir morgen was fürs Auge dabei haben. Hier, das will ich aber noch ganz kurz machen. So, so und so. Und dann noch einmal Glaswechsel. Dann nehmen wir halt die Laterne geschwind so lang. Hier und hier. Hier, genau den da, den da. Und hier gehört nochmal der andere rein. Dann haben wir es für heute. Alter, was eine Gruschlohnde. Was eine Gruschlohnde. So, komm, wechsel noch einmal ab. Die 2 Minuten sind jetzt auch noch wurscht. Wir müssen ja irgendwann... Hoppla, der war falsch. Hüpfen. Muss ich mal von außen gucken. So, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Noch ein letzter Blick mit die Kerze. Ja, weißt du, was ich meine? Ne? Wir gucken uns das morgen an. Ich werde es ein bisschen aufhübschen. Vielleicht ziehe ich noch die 3. Säule hin. Dann haben wir auch wirklich einen Gesamteffekt, wenn wir drauf schauen. Und dann machen wir weiter. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so ausgepowert wie ich. Ich bin total fertig jetzt vor lauter Überlegen, was hier schief geht. Weißt du? So, bis morgen.